Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Tipps. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen, denn viele meiner Zuschauer haben noch nicht abonniert. Wir gehen wieder rein nach Averroes und zwar in die Verschmelzungskammer. Am Anfang wird der Raid erstmal in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir waren jetzt erstmal hier für das Schatten-Add zuständig, der Rest übernimmt das Feuer-Add. Grundsätzlich sollten die Gruppen dabei 50 Meter vom jeweils anderen Add entfernt sein, denn sonst bekommt man beide Dots. Ja, also die Adds verteilen einen Dot innerhalb von 50 Metern. Wir wollen immer nur einen haben im besten Fall. Schauen wir uns die Dots ganz kurz an, damit ihr seht, wie sie aussehen. Da bitte darauf achten, dass sie nicht zu hoch stacken. 10 bis 12 Stacks, dann müssen wir mal die Adds wechseln. Das sehen wir aber auch gleich noch. Ja, das war der vom Feuer-Add. Einfach nur, damit ihr sie mal gesehen habt. Gehen wir auf die Fähigkeiten vom Schatten-Add ein. Wir haben gerade ein paar einen Pfeil über dem Kopf bekommen. Innerhalb von 6 Sekunden müsst ihr eine Void Zone irgendwo ablegen. Da am Rand ist natürlich ideal, da in der Mitte nicht so, aber das kennen wir ja. Das passiert immer mal. In der Phase gar nicht so dramatisch, in Phase 2 viel schlimmer. So, dann gibt es die verdichtende Leere. Da haben wir sie, diese dicke Kugel, die da ist, die explodiert jetzt. Bam! Achtet da bitte drauf, das ist eigentlich schon mal eine gute Übung für die zweite Phase. Geht da weit genug weg von, ja? So, jetzt ist es soweit, wir müssen einmal die Adds tauschen. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig natürlich, weil wir beide Dots gerade drauf haben. Aber das reguliert sich natürlich dadurch, dass der jeweils andere Dot dann ausläuft. Schauen wir uns die Fähigkeiten vom Feuer-Add an. Da gibt es einmal die wabernde Flamme, da kommt sie. Das sind so Feuersäulen, die durch den Raum laufen. Da bitte ausweichen und der feurige Meteor. Da mal rein, Schaden aufteilen, wieder raus, gut ist. Wir müssen das Add hier zweimal tauschen. Wenn ihr eine stärkere Gruppe habt, müsst ihr das wahrscheinlich nur einmal machen. Wovon ich euch allerdings abraten würde, ist, denn ich habe es jetzt schon oft genug gesehen, dass ihr die Adds am Anfang zusammenpult und dann Heldentum zündet. Ja, ihr habt dauerhaft beide Dots, es ist ultra viel zu heilen und ihr habt euer Heldentum quasi in den Müll geschmissen für eine Phase, die wirklich easy ist. Ja, das kann man wohl von den Tanks erwarten, dass sie euch ein-, zweimal die Adds hin und her ziehen. Ansonsten spielt das bitte einfach sauber weiter runter. Diese Phase ist wirklich kein Hexenwerk. Und ihr kommt in die zweite Phase. Das passiert nämlich genau dann, wenn eins dieser Adds auf 50% runter ist. Guckt bitte, dass die ungefähr gleichzeitig auf 50% kommen. Die Differenz wird nämlich dem Etwas aus den beiden, während der Verschmelzung entsteht, gut geschrieben. Das werdet ihr auch gleich sehen, weil das Schatten-Add hier noch ein wenig mehr Life hat. Hier habt ihr nochmal Zeit durchzuatmen, zieht nochmal die Gruppe hoch, wartet wirklich, bis das Add angreifbar ist und dann zieht ihr Heldentum, damit wir durch diese Phase so schnell wie möglich durchkommen. Diese Phase kombiniert alle Fähigkeiten, die wir vorher gesehen haben. Ja, hier kriegen jetzt die ersten wieder einen Pfeil auf dem Kopf, ähnlich wie bei dem Schatten-Add, legen aber Void Zones ab, die Schattenflammenschaden verursachen. Da haben wir auch die wabernden Flammen, fliegen durch den Raum, auch Schattenflammenschaden. Warum ich so oft Schattenflammenschaden sage, werdet ihr gleich noch merken, wenn es nämlich um die Tankfähigkeit geht. Ja? Wir warten jetzt noch eine Fähigkeit ab, das ist quasi die Kombination aus dieser Kugel, die explodiert, und dem Soak. Da müsst ihr rein, mindestens 5 Leute, Schaden aufteilen und jetzt auseinander, damit ihr von der Explosion wegkommt. Ja, das kann durchaus ein bisschen knifflig werden, weil der Tank am besten mitgeht. Und jetzt schauen wir uns die Tankfähigkeit an, die ist wirklich ultra wichtig. Ihr kriegt die siechende Verwundbarkeit. Ich habe sie jetzt bekommen, dann muss abgespottet werden, damit der andere Tank das fängt. Weil das ein bisschen schnell war, machen wir das jetzt nochmal langsam. Guckt mal oben bei meiner Debuff-Leiste, da wo auch das Heldentum-Symbol ist. Jetzt bekomme ich die siechende Verwundbarkeit, dann muss abgespottet werden. So und nicht anders, Leute. Ansonsten liegt ihr ruckizucki im Dreck. Ja? Und warum das so ist, sage ich euch, wir schauen uns nämlich mal ganz kurz den Debuff an. Er kriegt einfach 200% mehr Schattenflammenschaden. Deswegen habe ich das eben so oft gesagt. Weil ihr kriegt zum einen, seht ihr, ich habe schon 11 Stacks von einem neuen Dot. Zum einen von dem den Schaden, ihr kriegt von allen Void Zones, ihr kriegt von allem, was da sonst so explodiert, eh schon Schattenflammenschaden. Und wenn ihr dann auch noch die Kelle kriegt, nämlich den Schattenflammenstoß, den jeweils immer der andere Tank abfangen muss, dann liegt ihr halt ruckizucki im Dreck. Guckt einfach, dass ihr diesen Spot sauber runterspielt und auch dieser Boss wird kein Problem für euch darstellen, ja. Spult vielleicht nochmal zurück, schaut euch nochmal die Zeitlupe an. Wie immer wünsche ich euch natürlich viel Erfolg
und viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, bis bald, euer SkyMax. Ciao. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne abonnieren, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Außerdem könnt ihr diesem Video einfach eine positive Bewertung da lassen.